Jetzt ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Also, sag mal, was heutzutage in der Disco für Musik läuft? Schon seltsam. Also, früher wäre sowas unmöglich gewesen, gell? Das sind jetzt wohl die neue Zeiten. Deutschland erinnert sich an seine militärische Tradition. Ach ja, das war schon schön, die ganze Uniforme und die Orde. Das Marschiere und die Schemaschmusik. Wir sollen jetzt sogar wieder eine Kriegswirtschaft bekommen. Toll, dass das jetzt alles wiederkommt. Und das bedeutet jetzt wohl auch, dass im Freizeitbereich, in der Kultur und Unterhaltung die Bereitschaft zum Sieg die linksgrüne Ideologie auch mit den Tanzbeinen verteidigt werden kann. Ich hätte ja jetzt nicht gedacht, dass man auf dem Marsch so tanzen kann. Aber so ist er halt, die neue Freiheit. So legt der erfolgreiche Liebhaber nimmer der Bolero, sondern der Radenski-Marsch zur musikalischen Untermalung des Beischlafs auf. Was früher tabu war, ist heute schick. Naja, ist ja auch logisch. Irgendwie muss man ja auch die jungen Leute begeistern für den Kampf, für die Freiheit. Natürlich nicht für die eigene Freiheit. Aber das war ja auch schon immer so. Aber diesmal geht's in dem Krieg um den Frieden. Der Krieg findet nur statt, um den Frieden zu erhalten. Beziehungsweise wiederherzustellen. Und deshalb darf der Krieg auch nicht aufhören. Sonst würde man ja nie den Frieden bekommen. Eigentlich logisch. Naja, so ist es halt, gell? Mal gucken, was der heutige Abend noch so alles bringt. Aber hier ist ja komplett tote Hose. Naja, der Abend ist ja noch jung und die scharfe Hase werde schon noch kommen. Und dann bin ich ja vorbereitet. Die Füße sind frisch gewaschen und mein militantes Outfit ist auch angelegt. So signalisiere ich meiner Außenwelt, dass ich einverstanden bin. Die kriegerische Maßnahme unserer Regierung befürworte und mich klar abgrenze von jeglicher Friedensinitiative und natürlich Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen generell ablehne. Denn das ist jetzt das neue Rechts und wer will schon recht sein? Was ich ja gut finde, ist, dass man immer wieder erklärt bekommt, was denn gerade im Moment rechts ist. Denn mal ehrlich, wer hätte denn gedacht, dass man irgendwann als Rechter bezeichnet wird, wenn man Frieden fordert, die Meinungsfreiheit oder den Erhalt der Demokratie? Deshalb bin ich wirklich froh, dass mir die Medien das immer erklären. Wüsste man doch sonst gar nicht, wie man sich verhalten soll. Das mit der ganzen Politik und der Gesellschaft ist ja sehr kompliziert geworden. Der politische Zeitgeist hat sich halt geändert. Heutzutage ist halt alles rechts, was der Regierung nicht gefällt. Selbst wenn das eigentlich links ist oder im schlimmsten Fall demokratisch. So sind eigentlich jetzt die Demokraten die Gegner der Demokratie und die Friedensaktivisten die Kriegstreiber. Das soll mal einer noch durchblicken. Ich glaube, im Prinzip muss man halt jetzt alles andersrum machen, wie es vorher war. Unser Übel ist ja ein Krieg jetzt wirklich nicht. Zumindest solange man nicht eingezogen wird, beziehungsweise selbst sterben muss. Und das ist ja das Besondere an dem Krieg jetzt, dass man selbst gar nicht mitmachen muss. Zumindest wenn man zu dem Personenkreis gehört, der das Ganze angeleiert hat. Und für uns? Naja, zur Zeit kostet es ja nur Geld. Nicht das eigene Leben. Und so lange kann man ja dafür sein und es sich bequem mache im neuen System. Naja, also der Musik tanze, die gerade läuft. Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei.
Gedanken sind frei. Meine Gedanken sind frei. Deine Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht allein bei meinem Glas Wein. Mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern in zwei. Die Gedanken sind frei. 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 Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Spiel und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. 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 Meine Gedanken sind frei. Deine Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht allein bei meinem Glas Wein. Mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern in zwei. Die Gedanken sind frei. 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 Meine Gedanken sind frei. Deine Gedanken sind frei. Die 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 Gedanken sind frei. Deine Gedanken sind frei. Meine Gedanken sind frei. Alle Gedanken sind frei. Ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei.